So. Gerade ist noch der Hintergrund ein bisschen laut, aber ich begrüße euch einfach schon mal. Hallo und herzlich willkommen auf GameSource. Heute machen wir einen Let's Test von dem Spiel Limbo. Das Spiel Limbo kostet ca. 10 Euro und man kann es sich auf Steam runterladen. Wir spielen aber im Moment die Demo und spielen einfach mal die Demo, bis sie endet. So. Helligkeit. Anscheinend kann ich den Sound nicht einstellen. Okay, dann hoffe ich, dass ich trotzdem laut genug für euch bin. Und wir gehen einfach mal los. Die Tasten sind folgendermaßen. Es gibt die Pfeiltasten, womit man laufen kann. Links, rechts, springen. Und STRG. STRG bewirkt gerade gar nichts. Das ist sozusagen die Aktionstaste, mit der man Sachen halt bewegt, verschiebt und so weiter. Ja, das Spiel, wie man sieht, ist eigentlich ein 2D-Spiel. Man bleibt ganz halt auf dieser Ebene. Und so ein bisschen Jump'n'Run rätselmäßig. Hier musste ich zum Beispiel drüber springen. Ich springe jetzt einfach mal, um es euch zu demonstrieren, hier rein. Hier sind Stachel und hier sterbe ich halt. So, weiter geht's. Diesmal aber vernünftig. Wir werden dabei nicht sterben. So. Und hier hüpfen wir drüber. Genau. Das ist jetzt noch was Leichteres. Hier, das ist auch noch was leichter. Das ist sozusagen die Einführungsphase von der Schwierigkeit. Hier muss man nämlich STRG drücken, das Teil hier nach hinten ziehen. Und jetzt kann man hier einfach drüber springen. So, hier im Seil kann man sich runterlassen. Das dauert mir zu lange, deshalb springe ich. Ich habe es nicht überlebt. Schade. So, und wieder hoch. Hier muss man sich halt beeilen oder nicht zu weit das Teil nach hinten ziehen, weil sonst das Seil das wieder zurückzieht. So, hier hüpfen wir jetzt mal ab. Und hier müssen wir auch springen, denn hier unter uns sieht man, wenn man es richtig erkennen kann, Wasser. Und wir können nun mal leider nicht schwimmen. Und ich würde mich auch fragen, oder ich wundere mich auch, warum wir in diesen Wald überhaupt gekommen sind. Er scheint ja riesengroß zu sein, gefährlich und so weiter. Aber wir schwimmen erstmal über diesen See. Und jetzt kommen wir zum Beispiel auch zu etwas, was ein kleines bisschen kniffliger ist. Ich meine, man versteht es relativ schnell, wie das funktioniert. Zumindest in diesem Level noch. Aber vielleicht, wenn die Leute das erste Mal spielen, haben die vielleicht schon ein paar Probleme. Denn wir können nicht begrenzt, also wir können begrenzt hochspringen und nicht über diesen Vorsprung da oben. Da kommen wir nicht drauf. Und deshalb müssen wir jetzt uns mit STRG die Taste, also wir drücken STRG und ziehen dann das Boot hier rüber. Das Ganze funktioniert auch mit der linken STRG-Taste, also mit beiden, mit links und rechts. So, wir sind auch sehr talentiert, irgendwo hochzuklettern. Müssen nur aufpassen, Fallschaden gibt es, wie man eben auch gesehen hat. So. Jetzt kommen wir schon zu einem kleineren Level, das ein bisschen schwerer ist. Aber auch noch nicht so kompliziert. Wenn man jetzt hier drüber springen will, dann ist man tot. Naja, so kompliziert ist es jetzt letztendlich auch nicht. Was man eigentlich nur machen muss, sind diese Teile nach hinten ziehen. Das Ganze baut aber auf. Das ist sozusagen eine Einführung, was, wie diese Teile funktionieren, was sie bringen. Und später braucht man die dann für schwierigere Sachen. Zum Beispiel hier das. Das ist jetzt das Schwerere, was ich meinte. Angenommen, man wird sich jetzt hier dranhängen, kommt man natürlich nicht nach ganz oben. Deshalb braucht man hier dieses Teil. Man zieht sich das da drunter hin, springt auf das Seil. Das Gewicht, was unten dran hängt, das Gewicht, dieser tote Körper, wird, wie man gerade gesehen hat, abgeschlagen und man kommt hoch, weil man halt leichter ist. So. Auf geht's zum nächsten Level. Hier muss man eigentlich nur schnell genug sein. Weil hier sieht man es schon, wenn man hier hochkommt. Hallo. Okay, Moment, ich schaffe es hier hochzukommen. Jetzt rollt eine Kugel auf mich zu und ich muss vor der Kugel
und ich muss halt vor dieser Kugel hier unten wieder drauf kommen. Wenn man das nicht weiß, kann das manchmal knapp werden, aber es funktioniert. So. Auf geht's zum nächsten Level. Dieses Level ist sehr kompliziert, da habe ich lange dran gehangen, weil ich habe immer gedacht, ich muss auf die andere Seite, indem ich dieses Teil nach vorne schiebe, mich dann irgendwie drauf stelle, aber dadurch, wie man sieht, stirbt man immer. Immer. Einfach immer. Ich habe es ewig lang probiert, bis ich dann einen besseren Trick raus hatte. Und zwar ziehe ich mir dieses Teil nach hinten. So, und über mir sieht man eine Linie oder so ein Seil. Ja, man muss es nur schaffen, da noch richtig zu springen. Genau, sich hier zu schaukeln. Und dann kommt man oben auf diesen Vorsprung drauf. Ich habe es beim ersten, ich habe es beim ersten Mal eigentlich direkt geschafft. So. Diesmal schaukel ich was höher. Und trotzdem nicht geschafft. So. Jetzt sind wir, glaube ich, hoch genug. Jetzt schaffen wir das. Genau. Und geschafft. Jetzt halt hier drauf. Und zum nächsten Vorsprung. Wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen Jump'n'Run-artig, zumindest in diesem Teil. Und hier vorne musst du eigentlich nur dieses Teil umdrücken. Man hat das stumpf aufklatschen gehört. So, und ich bewege mich langsam hier drüber. Boah, weil ich keine Lust habe zu sterben. Ist gerade mal gut gegangen. Jetzt nehme ich mir dieses Teil mit und schiebe das Ganze ins Wasser hinein. So. Und hab's geschafft. Hier oben sieht man etwas drauf liegen. So eine Klappe, so eine Bärenfalle. Und jetzt kommen wir eigentlich sozusagen zum Endgegner. Eine riesige Spinne. Die wird jetzt auf mich draufhauen. Wir haben es hier schon klappern gehört. Dieses Teil hier liegt jetzt auf der Kante. Das heißt, wir stellen es nochmal nach hier. Und sobald er ausholt, verpissen wir uns. Und das Teil fällt komplett runter. So, wir hüpfen jetzt hier drüber und schieben das Ganze. So. Teil merkt uns. Geht hoch. Oh, ich glaube, das war zu weit. Nein, passt. Das klappt sich wieder auf. Wir stellen es hier drunter. Batsch, der nächste. Wow. Jetzt habe ich mich gerade echt erschrocken. Und die Spinne, die hat mich auch schon beim ersten Spielen sehr oft erschrocken. Denn auch wenn man, so, das Teil ist kaputt, jetzt kann man drüber laufen. Denn auch wenn man bis nach hier gegangen ist, hätte die Spinne einen zurückgehauen und getötet, weil die halt hinter diesem Baum war. So, im Grunde war es das jetzt auch von der Demo. Sie endet jetzt mit einem kleinen, leicht unfairen Ende. Was einen dazu anregt, sich die Vollversion zu kaufen. Und ich kann auch wirklich euch nur empfehlen, euch die Vollversion zu kaufen. Denn wir laufen jetzt hier durch Spinnenweben und kommen natürlich nicht weiter. Die Spinne kommt von links angekrabbelt. Da oben zappelt noch irgendein Tier herum. Und fortsetzen. Junge alleine lassen, Escape oder die vollständige
oder das vollständige Spiel freischalten. Wir schalten das vollständige Spiel jetzt nicht frei. Vielleicht werde ich mir das später mal holen, wenn wir Rayman durch haben. Dann wäre das vielleicht ein guter Ansatz, neu anzufangen, weil das auch so eine Art Gelegenheitsspiel ist. Ich mag das Spiel, es ist sehr schön gemacht. Man erschreckt sich auch, die Atmosphäre ist schön und das Gehirn wird auch gebraucht. Also das ist eine klare Kaufempfehlung von mir, sich dieses Spiel zu kaufen. Wie gesagt, ich tue es jetzt erstmal nicht, aber ich habe das wirklich noch vor mir zu holen, denn dieses Spiel ist einfach Hammer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Unten seht ihr jetzt eingeblendet unser letztes Video, da könnt ihr einfach mal draufklicken. Oder oben auf unser Logo drauf, da kommt ihr zu unserer Hauptseite, da findet ihr alle Videos von uns. Und jetzt, tschüss, bis zum nächsten Mal.